Herzlich willkommen zu einem recht interessanten Thema, diesmal um Johnny. Johnny heißt nämlich im wirklichen, also ich fange aber anders an. Ich kenne Johnny schon eine richtig lange Ewigkeit, schon eine richtig lange. Johnny ist somit so einer meiner besten Freunde, wirklich. Johnny, ich gibt's ja noch Marlon, Marlon ist somit mein bester Freund. Marlon ist der Freund, wo man mit alle Scheiße erlebt hat, wirklich jede Scheiße. Ne? Wo man, ja, das ist so mein, ich sag mal, mein Saufkumpan. Ich sauf zwar nicht, aber hört sich so eine gute alte Freundin, man, ne? Eine gute alte Bauernfreund, den man kennt, und, da gibt's doch mein Kumpel Eric Bikes, so heißt der YouTube-Kanal. Da sind ja momentan eher wenige Videos drauf, ja, mit dem gehe, also das ist mein Schulfreund, also wir kennen uns auch eine Ewigkeit, sind richtig gut befreundet. Ich habe mir zum Beispiel ganz billig eine Playstation verkauft, ne? Schenken, man verschenkt keine Playstation unter Freunden, ne? Man muss dann schon ein bisschen herumdealen und Geld einnehmen. Ja. Ich wollte jetzt nicht mehr dazu sagen, hier, Johnny heißt mit wirklichen Namen Elias. Elias Jonas sogar. Und dann noch einen Nachnamen und Erben, den will ich jetzt sagen. Ich sage keinen Nachnamen, weil ich kein Arschloch bin. Ja, eigentlich hat ein Lehrer ihn angefangen, wir haben halt doch einen, der mit seinem Vornamen trug, also sein Vornamen, ne? Und dann haben wir alle gesagt, Elias, Elias Jonas oder nur Jonas. Nur Jonas und Elias Jonas. Und dann hat der Lehrer angefangen, ihn Johnny zu nennen, und dann haben wir ihn einfach irgendwann mal alle Johnny genannt. Und zumindest, weil ich jetzt keinen Elias mehr kenne, also keinen anderen, nenne ich ihn jetzt auch wieder so. Ja. Worth eigentlich so. Natürlich, man möchte mit seinem richtigen Vornamen angesprochen werden und nicht irgendeinen Namen zugesteckt bekommen. Und ich kann den klar, ich kann Elias schon verstehen, also Johnny. Das alles, was er mit Elias zu tun hat, ist wo Dings auf Johnny. Ich musste auch übrigens ein paar Aufnahmen löschen, einfach nur weil ich einen Vornamen erwähnt habe, den ich hatte noch gar nicht hochgeladen. Ich habe einmal einen Vornamen erwähnt, ne? Und vor allem ist das Ding gar nicht mal eine gewisse Person, und ich muss die Aufnahme jetzt löschen. Und alles, was ich jetzt über Johnny sage, ist auch, also über die sage, geht auf Johnny. Okay? Dann, wenn wir solche Witze machen wie Johnny ist ein riesengroßer Lappen, dann ist das übrigens auch ein Scherz. Also wir mögen alle Johnny und wir sind auch alle mit Johnny befreundet. Ab und zu streitet sich Marlon mal mit Johnny und jetzt seine eigene Schwachstelle zum Beispiel. Alle sagen, dass Johnny fett ist. Johnny ist nicht fett. Johnny hat ist ein bisschen kräftiger. Er ist nicht fett. Fette Leute sehen anders aus, ganz ehrlich. Ne? Wir streiten uns alle mal. Ne? Wir begehen alle mal ein paar Fehler. Ja. Ich vermute mal, wir haben alle mal Scheiße gebaut. Und es kommt gleich nochmal ein Statement-Video von mir. Ja, so soll ich jetzt auch sagen, wie Johnny der Depp. Ne, ist auch nicht böse gemeint. Ne? Damit es doch alle wissen auf dem Kanal. Es ist kein Hate. Ja, das war's jetzt so. Ne? Natürlich Marlon auch Schwachstellen, zum Beispiel Marlon. Wenn Marlon über eine Stunde auf dem Stuhl sitzt, dann ist er nicht mehr ansprechbar. Gut, schauen wir uns das mal ein Video. Ich werde gleich erstmal schön hochladen und werde mal gucken, wie die Kritik so ankommt. Elias, also Johnny, schreib mal deiner Meinung auch mal unter das Video.